Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst, ich habe einen ganzen Stapel hier in der Hand und das sind alles Einlagen. Egal ob Saugeinlagen, Trockeneinlagen, aber es sind alles Einlagen für Stoffwindeln und darum geht es in diesem Video. Ich habe in den letzten Wochen unabhängig von mehreren Kundinnen Anfragen bekommen, Fragen rund um das Thema mit den Einlagen für Stoffwindeln. Und da dachte ich mir, das versuchen wir jetzt mal aufzudröseln. Also, was sind denn Einlagen bei einer Stoffwindel? Eine Stoffwindel, das kennst du vielleicht schon, das hier ist jetzt eine Höschenwindel, sieht aus wie eine Wegwerfwindel, ist aber aus Stoff. Das ist also eine Stoffwindel. Und dann denkst du dir, ja, wunderbar, geht ja alles hier rein, Kind pieselt rein, Windel wird nass, wasche ich. Genau. Dann haben viele aber oft das Problem, dass sie sagen, ja, aber die muss ich ja schon so schnell dann wieder wechseln, zum Beispiel nach einer Stunde. Und dann kommt oft der Tipp, dann nimm mal eine Einlage, dann booste das mal, dann nimm einen Liner. Und dann sind die Kundinnen oft verwirrt und die Kunden und sagen sich, was ist ein Booster, Liner, Einlage? Also eine Einlage ist einfach nur irgendeine x-beliebige Stoffergänzung. Booster ist einfach nur ein englisches Wort für Verstärkung dann, um das nochmal, um dem so einen Boost zu geben, nochmal so einen Schub zu geben, noch mehr aufzusaugen. Und ein Liner ist auch nur ein englischer Begriff für eine Einlage. Einlage, Booster, Liner, alles das Gleiche. Unterschiede gibt es aber jetzt natürlich trotzdem noch eine ganze Menge. Der eine ist zum Beispiel die Form. Du siehst, das hier ist eine sogenannte geformte Einlage. Das sind meistens 2, 3, 4 Lagen Stoff, die ausgeschnitten sind und die sind außenrum miteinander vernäht. Und die kannst du, so wie sie sind, lose in deine Saugwindel hineinlegen. So, und du siehst, jetzt wird die Windel dicker. Dann gibt es die sogenannten anatomischen Einlagen. Du siehst, die sind ja sanduhrförmig geschnitten, haben also eine Taille. Der breitere Teil, der kommt nach hinten an den Popo des Kindes. Ja? Der würde dann so drin liegen. Hinten am Popo das Breite, vorne am Bauch dann eben der schmalere Teil. So, auch das sind mehrere Lagen Stoff, die miteinander vernäht sind. Dann gibt es natürlich auch Einlagen, die rechteckig sind. Und die werden dann eben so gefaltet, wie du sie brauchst. Entweder, wenn das ein Rechteck ist, auf der Längsseite. Ja, dann hast du eine etwas kürzere Einlage. Oder eben in die andere Richtung entlang, dann hast du eine etwas längere Einlage. Das kommt immer darauf an, wie groß dein Kind ist und ob du eventuell auch nochmal diese Einlage an speziellen Stellen falten möchtest. Wir nehmen jetzt mal hier meine Babypuppe. Wenn das ein Junge wäre, hätte er ja hier den Penis und bräuchte jetzt hier in vielen Fällen einfach mehr Saugkraft. Weil bei den Jungs liegt der Penis sehr oft oben oder quer irgendwie, obwohl er nach unten schauen sollte. Und dann brauchst du einfach an der Stelle von dem Penis, brauchst du einfach mehr Saugkraft. Das heißt, du nimmst dann diese Einlage, klappst sie um und hast hier vorne einfach mehr an Saugkraft. Das ist aber auch bei vielen Mädchen der Fall und notwendig, wenn sie zum Beispiel viel auf dem Bauch schlafen. Dann drückt es oft das Pipi nach oben raus. Wenn du an der Stelle dann die Saugkraft verstärkst, verhinderst du das. Wenn du jetzt aber ein Mädchen hast oder einen Jungen, bei dem das nicht so der Fall ist, dass das alles sich da oben sammelt, dann musst du öfter mal hinten die Saugkraft verstärken und dann passiert das Gleiche dann hier. Du verstärkst es dann mehr so in dem mittleren, hinteren Bereich und vorne hast du weniger. So, so sieht das dann aus. Das sind eben dann die Falteinlagen. Auch hier sind das oft mehrere Lagen Stoff, die miteinander vernäht sind. 2 bis 3 ist aber so der übliche Standard. Dann gehen wir jetzt auf die unterschiedlichen Stoffe ein. Das eine ist zum Beispiel ein Frottee-Stoff. Frottee, das kennst du ja auch von den Handtüchern. Das sind so Schlingen, die oben sind. Und das heißt, du hast relativ viel Gewebe auf einem kleinen Raum. Und diese vielen, vielen Schlingen, die können natürlich auch viel aufsaugen. Hast du jetzt gerade diesen flüssigen Muttermilchstuhl, wird natürlich viel aufgesaugt und der Muttermilchstuhl verfestigt sich etwas. Das ist natürlich dann mit einem besonders hochflorigen, so nennt man das Frottee, dann besonders praktisch.
Es gibt diese Frottee-Stoffe ja aus unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Rohstoffen. Da komme ich dann auch noch dazu. Was es auch noch gibt, das ist das ist der sogenannte Molton oder Fließstoff. Das ist ein Stoff, der ist aufgeraut und der hat dann so eine ganz kuschelige Oberfläche. Im Laufe der Zeit kann es sein, dass sich hier beim Waschen dann so kleine Knötchen bildet. Das ist nicht schlimm und das verringert auch nicht die Saugkraft. Das sieht einfach nur ein bisschen komisch aus. Und dann gibt es auch noch welche, die relativ glatt sind. Das sind Twillstoffe. Oder es gibt auch Einlagen hier, die man als Falteinlage verwenden kann. Das ist dieser Mullstoff. Den kennst du vielleicht. Der ploppt ja dann so schön weich, fluffig auf. Und der saugt dann eben auch sehr schön und sehr viel. So, das sind jetzt also diese unterschiedlichen. Das heißt, weicher Muttermilchstuhl, am besten etwas mit Frottee nehmen. Bei den anderen kannst du dann glattere Stoffe verwenden, wie Molton, Vlies oder eben Mull. Und jetzt kommen wir zu den unterschiedlichen Rohstoffen, also Baumwolle, Bambus, Hanf, Mikrofaser. Da gibt es auch unterschiedliche Vor- und Nachteile. Baumwolle kannst du entweder halt zu Frottee, Molton oder ganz glatt verarbeiten, das ist egal. Baumwolle ist eine Naturfaser, die wird von den allermeisten Kindern super gut vertragen, lässt sich in den meisten Fällen auch bis zu 90 Grad waschen, also in der Kochwäsche, kannst du meistens in den Trockner schmeißen, ist ziemlich stabil, super. Saugt auch gut, saugt auch schnell und diese ist eine Faser, die direkt an die Haut vom Kind kommen kann. Überhaupt gar kein Problem. Das ist eben die Baumwolle. Nachteile können in der Herstellung eben sein, dass wenn es konventionelle Baumwolle ist, benötigt sie einfach ziemlich viel an Herbiziden, Pestiziden und auch die Biobaumwolle benötigt immer wahnsinnig viel Wasser. Und das ist einfach ein Problem in den Ländern, in denen Baumwolle angebaut wird, denn Baumwolle benötigt Wärme und viel Wasser. Das nächste Material, was auch sehr gut saugt und von dem viele oft sagen, es saugt sogar noch schneller und noch mehr auf als Baumwolle, das ist Bambusviskose. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist eine Viskose. Bambus kannst du nicht einfach so einen Faden erzeugen wie bei der Baumwolle. Bei der Baumwolle hast du diese weißen Knospen, die ja wirklich abgeerntet werden. Das ist der Zellstoff sozusagen. Das wird gepflückt, das wird gekämmt, das wird gerupft, gekämmt, es wird gereinigt und danach wird das versponnen. Dann hast du eine Baumwollfaser. Beim Bambus musst du wirklich die Pflanze nehmen, die wird zerkleinert, dieses Bambusrohr, das wird zerkleinert, dann wird das in Chemikalien behandelt und dann wird es durch Düsen dann geschickt, sodass ein ganz, ganz feiner Faden entsteht. Und das ist die Viskose. Das hat natürlich den Vorteil, dass du zum Beispiel beim Bambus, dass du wenig Herbizide, wenig Pestizide benötigst und der wächst wahnsinnig schnell nach. Das ist einfach der große Vorteil. Bambus-Viskose-Einlagen kommen auch immer direkt an die Haut vom Baby. Und Bambus lieben viele, weil Bambus eben doch beim Waschen länger weich bleibt als die Baumwolle. Das ist jetzt auch ein Vorteil vom Bambus gegenüber der Baumwolle, gerade wenn die Leute keinen Trockner haben oder Trockner nicht verwenden möchten. Dann wird gerade bei kalkhaltigem Wasser die Baumwolle oft sehr schnell hart. Und der Bambus bleibt einfach, also die Bambusviskose bleibt einfach sehr viel länger weich. Das ist dann da der Vorteil. Aber ob jetzt wirklich eine Bambus-Frottee-Einlage mehr und schneller aussaugt als eine Baumwoll-Frottee-Einlage, das hängt immer von der Marke und vom Hersteller ab. Das kann man nicht per se sagen, das hängt wirklich vom individuellen Modell ab. Dir Hanfeinlagen vorstellen. Hanfeinlagen sind immer ergänzend zu Baumwolle oder zum Bambus zu verwenden. Es gibt zwar auch Hanfwindeln, aber die Hanfeinlagen, die werden immer ergänzend verwendet. So, und hier ist das so, Hanf kann man zwar pur verarbeiten, also es gibt auch hundertprozentiges Hanfgewebe, das ist aber sehr starr. Und deswegen sind die Hanfstoffe, die im Bindelbereich oder aber auch oft in der Oberbekleidung verwendet werden, Mischgewebe aus Hanf und Baumwolle. Und hier gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Hanffrottee gibt es nur relativ selten.
Da ist dann auch oft ein Polyesteranteil mit dabei. Es gibt noch einen sogenannten Hanf-Terry, der sieht etwas anders aus. Das sind dann so gröbere Schlaufen. Das ist aber auch ein Gemisch aus Hanf und Baumwolle. Oder es gibt diesen Hanf-Vlies, der ist halt hier aufgeraut. Ja, und Hanf braucht relativ lange beim Einwaschen, bis er richtig gut saugt. Ich meine, auch Baumwolle und Bambus muss mehrere Male gewaschen werden, bis sie gut saugen, aber Hanf braucht noch mal eine ganze Ecke länger. Und was jetzt der Unterschied ist zwischen Bambusviskose und der Baumwolle: Hanf quillt langsam auf. Die zwei saugen ganz schnell auf. Das geht ziemlich schnell, deswegen immer direkt an die Haut legen. Aber der Hanf, der quillt langsam auf. Das heißt, wenn du so einen Schwallpiesler hast, kann es sein, dass die Einlage das gar nicht schafft, es schwuppt dann an der Seite vorbei, dann läuft die Windel aus. Und deswegen wird eine Hanfeinlage immer unter Viskose oder Baumwolle gelegt. Ja? Immer darunter. Was du machen kannst, das machen auch viele, ist, du hast dein Baby, du hast die Windel und dann legst du sogar hier die Hanfeinlage noch dazwischen und jetzt kommt erst die Überhose. Und jetzt kann eben hier der saugende Teil, die Windel, erstmal voll werden. Danach saugt sich die Hanfeinlage voll und das macht sie dann in aller Ruhe. Mikrofaser, Polyestergarn, und auch das kann völlig unterschiedlich verarbeitet werden. In vielen Fällen ist das ein Mikrofaserfrottee, der verwendet wird. Und im Gegensatz zu den Fasern zu den Stoffen aus Viskose, Baumwolle, Hanf, saugt sich bei dem Mikrofaser nicht das Garn voll, es saugt sich nicht die Faser voll, sondern hier wird die Flüssigkeit zwischen dem Garn, zwischen den Fasern eingelagert. Das heißt, das wären jetzt hier meine Fäden sozusagen, und jetzt saugen die sich nicht die Finger sozusagen voll, sondern hier dazwischen wird es eingelagert. Und jetzt kannst du dir ja denken, wenn hier Druck entsteht, drücke ich das Wasser wieder raus. So, das ist eben der Nachteil von den Mikrofasern. Fasern. Auf der anderen Seite, der Vorteil ist, sie saugt das sehr schnell auf. Denn dieses Mikrofaserfrottee, das kennen ja viele, ist ziemlich kratzig und unangenehm auf der Haut. Es gibt natürlich auch Mikrofasern, die sogenannten Stay-Dry-Fasern dann, die haben eine andere Struktur und die machen der Haut nichts. Aber dieses hier, dieser Frottee, der oft bei Einlagen verwendet werden, der ist ganz fies. Also den versteckt ihr immer mal schön irgendwo zwischen was anderem. Die Mikrofasereinlagen, die sind oft sehr, sehr beliebt bei den Pocketwindeln. Das heißt, da hast du ja eine Außenhülle, eine wasserfeste, und dann hast du meistens dann hast du eine Innenverkleidung, entweder hier aus einem Mikrofaservlies, das aber so schön gewebt ist, dass du kein Problem hast, das anzufassen, oder es kann auch mit Baumwolle ausgekleidet sein, oder mit dem sogenannten Coolmax, das ist wiederum eine andere Mikrofaser, sehr glatt, erinnert an Sportbekleidung. Und dann hast du ja in der Pocketwindel eine Öffnung und stopfst deine Saugeinlage hinein. Du kannst hier aber natürlich in eine Pocketwindel auch jederzeit Einlagen aus Baumwolle hineingeben. Da musst du halt immer darauf achten, dass sie schön, also breit genug sind hier im Schritt, damit hier alles gut ausgefüllt ist. Du kannst aber auch eine Naturfaser auf das Mikrofaservlies drauflegen, lose. Dann nimmst du eine lose Saugeinlage. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Schichtung ein. Also wenn wir jetzt hier eine Stoffwindel haben und du möchtest da noch eine zusätzliche Einlage legen, dann würdest du zum Beispiel eine Bambus-Einlage hier drauflegen und dann kommt hier dein Kind drauf. Dann kannst du, wenn du sagst, oh, du brauchst noch viel mehr Saugkraft, kannst du eine Hanf Einlage verwenden, die kannst du entweder zwischen Bambus oder Baumwolle, also zwischen die Saugeinlage und die Windel legen, oder du legst sie außerhalb von der Windel rein. So, und jetzt kommt die Überhose noch dazu. Andere Windelsysteme arbeiten so, dass sie geformte Saugeinlagen haben mit Knöpfen und in der Außenhülle von der Windel ist auch ein Knopf und dann werden sie miteinander verbunden. Du siehst, das hier sind jetzt Saugeinlagen
die etwas anatomisch geformt sind und die werden dann eben mit dem Knopf miteinander verbunden. Dann gibt es noch Windelsysteme, die All-in-Three zum Beispiel, entweder von der Windelmanufaktur oder in dem Fall von Popolini, die Easy-Free. Da hast du sogenannte Wannen, so Pouches, und da werden die Einlagen eingeknöpft und in diese Wanne hinein manövriert. Jetzt ist die Einlage hier drin in dieser Wanne gut verstaut. Dann bekam ich noch die Frage, wie ist das denn mit den Überhosen, die eine Lasche haben? Wie kann ich da mit Einlagen arbeiten? Da legst du die Windelüberhose einfach nur hin und dann stoppst du die Einlagen in die Laschen hinein. Und das kann dann entweder eine Prefold sein, die du einlegst in die Laschen. Es können aber auch geformte Einlagen sein, die hineingelegt werden. Sie müssen halt lang und breit genug für diese Überhose sein. Und dann verdecken, passen sie in die, sind sie in den Laschen und werden durch die Laschen auch fixiert. Was du jetzt nicht machen kannst, und das ist auch falsch verstanden worden, dass du solche geformten Einlagen oder auch eine Prefold, die einfach nur so hier liegt, ja, dass du die an dein Kind machst und dann eine Schlupfhose drüber gibst. Das funktioniert nur so lange das Kind brav auf dem Wickeltisch liegt. Sobald es anfängt sich zu bewegen, verrutscht diese geformte Einlage oder die gefaltete Prefold, die verrutschen und dann funktioniert das nicht mehr. Es ist also keine gute Idee, diese Einlagen einfach so zu benutzen in einer Schlupfüberhose. Da brauchst du immer die Kombination von einer Prefold zum Beispiel, die du benutzt und dann legst du da die Einlage drauf, nimmst dein Kind und befestigst die Prefold um das Kind herum und machst das dann mit einem Snappy fest. Und jetzt kannst du die Schlupfüberhose dem Baby anziehen und dann funktioniert das auch. Dann ist nämlich die Einlage fest fixiert durch diese äußere Windel, entweder mit einer Mullwindel oder mit einer Prefold, die um das Kind herum gewickelt wird oder eben mit einer Höschenwindel. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und sehe, dass wir hier ja schon ziemlich lange dran sind. Und deswegen werde ich dieses Video jetzt teilen und ich werde in dem nächsten Video dann darauf eingehen, was ist das mit Wolleinlagen und mit Trockeneinlagen und nochmal kurz auf das Windelfieber. Ich hoffe, das hat jetzt erst schon mal ein paar Ungereimtheiten beseitigt und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder zuguckst und dann machen wir dann bald weiter. Bis bald. Tschüss.